Die Sonne lacht. Also, ich meine natürlich bei Super Mario Sunshine. Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut, und willkommen zu einem neuen Part von Mario Sunshine. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ein neuer Part steht an und ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube, ich werde krank. Ich kann aber nicht sagen, ob ich krank werde. Irgendwie, ich habe heute Nacht übelst lang geschlafen. Ich weiß nicht, aus welchem, weil ich war einfach körperlich down. Und ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas im Hals habe und ich fange an zu niesen. Ey, ich habe gar keinen Bock. Also, aber ey, lieber jetzt als wieder zum 24-Stunden-Stream, muss ich mal an der Stelle so sagen. Baja Paradiso. Der Fisch und die Roten. Der Fisch ist so frisch, wie ich geil bin. Los geht's in dieses wunderbare Level. Okay. Baja Paradiso. Der Fisch und die roten Münzen. Ah, es geht anscheinend da unten rein, oder? Also als erstes müssen wir wahrscheinlich nach oben steppen. Da redet wieder der Schuljunge mit uns. Wir haben auf dich gewartet, Mario. Upsi, steht wie immer ganz oben. Bitte lege das erneut an. Dieses Seil ist eine Abkürzung nach oben. Jo, machen wir. Ich freue mich schon wieder. Also wieder eine wunderbare rote Münzenmission, wo wir jetzt hinsteppen müssen. Nice one. Yes, genau. Aber auf jeden Fall so viel zu dem Thema. Ich wollte euch einfach mal teilhaben lassen. Nee, warte mal. Wir machen nochmal diesen hier. Ja, besser. Und nicht ganz in die richtige Richtung, aber juckt ja eher weniger, ne? Nee, auf jeden Fall, das ist so meine Beobachtung, die ich aktuell mache. Ja, genau. Das war's auch. Also, kann euch auch scheißegal sein. Dann ist das so. Yes, aber wir kümmern uns jetzt um Super Mario Sunshine Rhino. Denn ich nehme diesen Part einen Tag später auf, an den letzten. Also, falls wieder irgendwas Relevantes passiert sein sollte, werde ich nicht sofort drauf eingehen können. Bin ich blöd? War ja nicht eine Ach, Digga, ja, Wandsprung. Das war the way to go, ne? Guck mal, das ist auch so eine Beobachtung. Wenn du nicht mit Anlauf gegen eine Wand jumpst, kannst du halt keinen Wandsprung machen, ne? Er ist auch gewöhnungsbedürftig tatsächlich. Sehr gewöhnungsbedürftig. Aber Opi, wie soll mit dir reden, Bro? Meister Mario, unser Volk ist endlich zurückgekehrt. Als Zeichen des Danks haben wir einen netten Schatz für dich. Er wartet auf dem Meeresgrund. Guck mal, er könnte mir das auch einfach geben, ne? Er hätte mir das auch einfach geben können. Hui. Er hätte mir das einfach geben können, den Schatz. Na, jetzt muss ich diesen... Warte mal, vier? Vier. Das sind halt echt acht, oder? Irgendwas stimmt da nicht, oder? Ah! Ach, die bewegen sich. Wie fies ist das denn? Bro, okay. Das ist cool. Kappa. Eins. Na klar, oh, der Fisch, der ist beisammen. Nein! Hör auf, mich zu fressen! Oh, nee! Bro! Oh, Manno! Es waren alle acht roten Münzen auf einem Fleck. Wo schimmeln die jetzt so rum? Aber nein, es musste ja dieser Kackfisch... Ja, keine Chance. Ach so, also jedes Mal, wenn man kurz davor ist, so eine rote Münze einzusammeln, wird der Fisch sich wahrscheinlich aufteilen, nicht wahr? Guck mal, die Mission... Das wird doch Ewigkeiten dauern. Butter beide Fische. Butter beide... Noch nie war dieser Spruch passender als jetzt. Yes! Okay, zumindest schon mal eine rote Münze mehr. Nee, es ist doch möglich, da welche einzusammeln. Aber, guck mal. Der Bewegungsradius von Mario in diesem Zustand ist halt wirklich wie von einem LKW. Was hängen hier eigentlich für Dorfbewohner rum? So, was machen die denn? Der Fisch... Kommt er wieder zusammen? Der Fisch kommt wieder zusammen, ne? Okay, cool. Ist jetzt vielleicht meine Chance? Mehr oder weniger? Okay, Nummer 3. 4. 5, komm schon. Dann ist eine rote Münze ganz random. Schön. Wo ist die rote Münze jetzt? Wo ist die rote Münze? Eben war sie doch noch hier. Okay, ich glaube, ich muss wieder niesen. Oh, okay, nein, doch nicht. Doch, Fehlalarm. Nein, doch nicht. Doch, vielleicht, ja. Ist es irgendwie möglich, eine bessere Steuerung rauszuhauen? Irgendwie? So, 5, geil. 6, der Hase läuft. Ah, 7, 8 müssen wir gleich wahrscheinlich nochmal
in dieser Fischkombination und snacken. Was geht eigentlich bei den Leuten hier ab? Kann ich mit ihnen reden? Oder sind die echt nur zu Dekorationszwecken da? Okay! Der Fisch ist wieder frisch, wie ich geil bin. Schöne Grüße an Peter Froster. Yes, 7 und 8. Ja, komm schon, die letzte Münze. Nein, bleib hier. So, wo schimmelt die letzte rote Münze rum? Da hinten? Ja, egal. Es ist machbar, definitiv. Wobei ich mir vorstellen kann, dass die letzte Münze vielleicht auch knackiger wird, weil diese, du hast halt keine krasse Steuerung. Du hast einen Wendekreis von einem LKW oder von einem Rentner. Könnte beides sein. Also man bewegt sich wie ein Rentner mit Rollator. Natürlich kein Front. Man muss aber mal ganz objektiv betrachten, dass viele Rentner mit einem Rollator sich nicht so gut bewegen können. Ist ja jetzt ein Fakt, ohne dass man jetzt auf Twitter gecancelt werden muss, ne, dass ich irgendwas gegen Rentner hätte oder so. Freunde, alles gut. Nehmt eure Sauerstoffmasken wie Shindy nach dem Splash-Auftritt. Atmet ein bisschen durch. Alles gut, Freunde. Es ist Humor, wenn man sich feiert. Abschalten, Dislike dalassen, deabonnieren. Danke! So, guck mal, da holen wir uns auch die erste Insignie des Parts. What a Wang. Okay, number one. Nach 6 Minuten ist wie immer eine gute Quote. Und ich glaube, jetzt haben wir das Ding ja hier soweit durch. Bedeutet, die anderen... Nee. Warte mal. Ich meine, ich habe halt 10 Insignien im Kopf. Aber wieso wird mir jedes Mal das hier angezeigt? Das kann doch nicht schon das letzte Level gewesen sein, was man so freischaltet, oder? Ich habe irgendwie pro Welt immer so 10 Insignien im Kopf. So, das Geheimnis der Muschel. Wir gehen hier nochmal rein, weil hier muss es ja eigentlich einen roten Knopf geben, oder? Weil ich habe jetzt im Kopf, guck mal, es gibt 8 Kapitel. Oh, schon wieder dieses Kapitel. Das habe ich das letzte Mal so gebrochen im letzten Part. Es gibt ja immer 8 Kapitel, offizielle. Habe ich jetzt einfach mal so wahrgenommen. Wada Wang. Und dann gibt es ja anscheinend, hoppala, so eine Insignie, die man freischaltet, indem man 100 Münzen einsammelt. Und dann wie bei Mario 64. Und dann gibt es ja... Nein. Das rote Ding ist echt fies. Damit habe ich im letzten Part auch hardcore gestruggelt. Und dann gibt's ja für diese Geheimnisse ohne Dreck weg, gibt's dann ja auch nochmal was, wo man so einen roten Knopf betätigen muss. Wären das denn nicht normalerweise 11 Insignien, oder? Ich habe keine Ahnung, ich check's nicht. Oh, das war super stupid. Ich werde so böse runterfallen. Yay, ich habe mich gerettet. Juhu. Okay, so, das ist der Weg rein. Dann gucken wir mal, ob es hier einen roten Knopf gibt, den man irgendwie betätigen kann. Los geht's in die Muschel. Oder ob es nicht so ist. Guck mal, das Ding ist ja schon ready. Ready to rumble oder so. Oder ob es in dem anderen Geheimnis ist. Ups. Nee, guck mal, wir haben das Ding hier zur Verfügung. Also tatsächlich... Oh, ey, da bin ich ja sehr gespannt, wie das jetzt wird. Ja, guck mal, oh yeah, ist auch gespannt. 1 Minute 30... Das Leben ist schön. Diese Mission wird wunderbar. Diese Mission wird wunderbar. Ich liebe alles, denn diese Mission wird wunderbar. Meinte, ich sollte irgendwie Kindersongs schreiben. Meinte, das wäre was für mich. Ich würde mir viel Mühe geben. Und die erste EP, die wäre schon Baba. Ja, aber wie soll ich denn sonst da rankommen? Mit einem Seitwärtssprung? Ich weiß es nicht. Guck mal. So, number one. Geil. Jetzt können wir zumindest mit diesem Ding hier hoch. Das ist schon mal einiges vereinfacht, ne? Ich habe das Gefühl... Ja, das ist der falsche Weg. Das ist hundertprozentig der falsche Weg. Wir müssen direkt wahrscheinlich mit dem Dreck weg hier so. Uiuiuhoooooo!
Wie soll ich da rankommen? Bro, au. So? Drei? Okay. Ist ja erstmal spannend zu sehen, wo sich alles befindet, oder? Wie kann man denn für dieses Level nur 90 Sekunden Zeit haben? Guck mal, ich hab jetzt die Hälfte. Und ich hab... guck mal, hä? Was muss man denn für ein Top-G sein, um das irgendwie geschissen zu bekommen, Alter? 6, okay. Ja, auch bei mir wäre jetzt eine deutlich bessere Zeit drin gewesen, aber alles in einem? Guck mal, da ist keine rote Münze. Ah, bis hier oben geht das. Wir haben 6 Münzen geschafft. Wir können es nochmal probieren. Ich habe jetzt schon mal grob... Ja, ich will nicht sagen, dass ich das Movement jetzt verstanden habe. Okay, das ist Leben, ne? Dann, wenn wir es nicht schaffen, werde ich mich, glaube ich, aber erstmal eine andere Insignie kümmern. Sodass wir ein bisschen mehr hier bekommen. Und Zaccarino? Nein, jetzt Zaccarino. Ja, wieder die wunderbare Textbox. I love it. Rote Münze Number One. Wichtig, dass man hier vernünftig nach oben fliegt. So, Number Two. Ich habe wieder zu viel Zeit verplempert. Geil. Und das passiert so häufig. Hallo. Hallo Mario. Mario. Das war echt laut gerade, das Klatschen. Das tat mir selber in den Ohren weh. Oh, man, 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 man. Okay, ja. Reed, wo gucken wir uns weiterhin um? Was können wir uns weiterhin angucken? By the way, eine Sache, die ich erwähnen wollte. Ich habe mich ja irgendwann mal gefragt, so, yo, wie sieht's mit den Vögeln eigentlich aus? Ich weiß noch eine Röhre, wo wir rein können. Nee, bezüglich Vögeln. Da meinte ich ja so, wie soll ein normalsterblicher Dude denn darauf kommen? Warte mal, gibt's hier nicht eigentlich jetzt schon Zusatzlevel? Müsste es noch... Wir gehen mal hier rein und gucken hier. Auf jeden Fall, die Farbe der Vögel zeigt an, ob da eine blaue Münze drin ist oder eine Insignie oder sonst was. Mario Morgana ist los, Kapitel 7. Na, guck mal einer an. Hier haben wir noch ein bisschen was zur Verfügung. Guck mal, die Mario Morgana Mission, das sind doch die einfachsten. Ja, wir steppen jetzt wahrscheinlich immer wieder so ein bisschen zwischen den Welten rum. Hi! Guck mal, das... Ja, endlich mal wieder eine leichtere Mission. Ja, da hast du Glück gehabt, dass jetzt mein Wasserbeschuss ausgegangen ist, Broski. Ja, geil. Endlich mal wieder was Vernünftiges hier. Hello. Aua, das war fies. Nein, jetzt mach nicht diesen. Guck mal, direkt hier am Anfang wurde man schon im Game irgendwie eingeführt. Wo ist er jetzt hin? Wo ist er hin? Hallo? Ist er runtergejumpt? Ach so! Ich muss gerade voll nachdenken. Oder rumschimmelt. Hä, Bro? Bro, ich hab dich getroffen. Bro! Warum war das gerade so? Läuft jetzt auch schon nochmal eine andere Route oder eher nicht so? Laufen wir jetzt einfach gemeinsam im Kreis? Ach so, ich hab ihn schon. Das war sehr einfach. Guckt euch mal diesen Unterschied an. Wie man diese Insignie bekommt. Und dann guckt euch nochmal die Mission an, die wir jetzt gerade machen wollten. So, wie viele Welten... Ja, da lagen halt wirklich Welten dazwischen. Alter, David, du bist ja ein richtiger Scherzkeks. Ja, natürlich. Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Das war der Clown am Morgen. Captain Morgan. Okay. Nochmal, weil jetzt gibt's ja wieder diese 8 Münzen-Missionen. Mario, zwiebel nochmal ins Level rein. Yeehaw! Okay. Kapitel 8. Der See und seine roten Münzen. Hervorragend, habe ich Bock. Das dürfte diesmal aber kein so spektakuläres Spektakel werden, oder? Warum ist hier auf einmal ein Joshua am Anfang? Ich brauche jetzt nicht... Ich habe Scheibenkleister, ich habe schon wieder geskippt. Ich habe schon wieder geskippt. Nicht, dass wir jetzt wirklich den Joshua brauchen. Weil nochmal zurückgehen würde ich jetzt an der Stelle nicht so fühlen. Ich mag es nicht so, wenn ich so viele Sachen machen muss. Ah, guck mal, hier sind sie, die roten Münzen. Hi, was geht?
Wäre nicht sogar... Ich glaube, eine andere Düse wäre praktisch, oder? Warte mal, war das die rote Münze mit dieser krassen Düse? Ich glaube nicht. Warte, wir gucken trotzdem mal nach. Mit dieser Sprung... Ja, doch, 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 geil! Yeehaw! Okay, doch, 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 doch. Das war die Düse. Weil ich glaube, die ist am praktischsten jetzt, um überall hier hinzukommen, ne? Wo diese roten Münzen schimmeln. So, rote Münze Nummer 2. Und hier ist wieder eine Wolke. Ja, das war eigentlich... Okay, ist in Ordnung, Wolke. Ich wollte runterspringen, aber das Game hat mich nicht gelassen. Was kann ich denn bitte dafür? Warum bin ich nicht so abgehoben? Warum bin ich denn nicht so abgehoben? Warum ist das denn so? So, Number 2. Ah, da hinten schimmeln die anderen Münzen rum. 3, 4. Und da oben noch ein paar. Okay. Ja, so einen groben Überblick bekommt man ja doch, oder? Geil. Kann ich diese Düse auch im Wasser aktivieren? Irgendwie nicht. Okay, dann klettern wir hier drauf. Auf die... Ist das eine Seerose? So, Number 3. Null Problemo. Seerosen. Ich finde generell die See sehr faszinierend. Also ich erzähle ja immer wieder in Streams oder sonst wo, dass ich mir schon sehr, sehr gerne während des Schneidens für den Hauptkanal irgendwelche Dokus oder sonst was reinziehe über Themen, die mich halt interessieren. Und meistens, also was heißt meistens, häufig gucke ich mir irgendwas über das Universum an. Ich glaube, ein neues Thema wird definitiv das Weltmeer demnächst sein. Da gibt es ja so viel kranken Stuff. Junge, wir sind hier wieder in der Doku mit David. David entdeckt die Welt. Das wird doch ein wunderbarer vierter Kanal irgendwann werden, oder? Und dann gucke ich mir den Wald an und frage, was ist dieses? Was ist diese Pflanze? Phil steht hier neben und sagt, yo David, das ist ein Pilz. Und ich sage, danke, Bro. Okay, Hälfte ist da. Fehlen noch weitere 4 Münzen, die hier oben schon irgendwo gewesen sind. Ich weiß nicht, ob die Düse jetzt noch so praktisch hierfür ist. Guck mal, das sieht doch gut aus, oder? Ah, das sah wirklich gut aus. Geil. Weiter so und hier nochmal nach oben. Immer den Münzen hinterher. Hä? Ah, wir machen also diesen hier. Alright, alright, alright. Und nochmal. Und der Münze noch hinterher. Hui. Oder auch nicht. Junge, 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 was ist das für ein gefährlicher Weg hier? Kein Problem, Mario. Oh, oh. Ja, doch. Roger, Roger. Oi. Das ist doch ein Problem. Das ist doch ein dickes Problem, was wir jetzt gerade haben. Nochmal weiter nach vorne. Scheiß. Oh, oh, nein, 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 nein. Nicht schon wieder die Wolke. Bro, Bro, nicht die Wolke. Nicht die Wolke. Alles nur nicht die Wolke. So. Oh! Hier runter ist direkt eine rote Münze. Ja, okay, Number 6. Ah, wo? 7 sehe ich da oben. Aber where is 8? Where is 8? Uh-oh. Kick mich nicht schon wieder nach unten. Ich mag nicht mehr. Ah, guck mal. Nein! Okay. Dann schwimmen wir nochmal durch diesen See. Der See ist ja schön. Der gibt uns da so ein paar Summer-Vibes. Er hat Summer, er hat hart Summer. Und wenn wir oben sind... Warte mal, war die normale Düse war die blaue Düse, oder? Die graue Düse war diese schnelle Düse? Ja, die blaue Düse müsste die normale Düse sein. Da müssen wir sogar nicht mehr an den Anfang. Ich frage mich trotzdem, wofür wir Yoshi brauchen. Kann es sein, dass es eine geheime Insignie ist hier irgendwo? Dass wir mit Yoshi irgendwas Bestimmtes fressen müssen? Weil da oben waren, glaube ich, diese Pflanzen, die Yoshi auch mit seiner wunderbar rauen Zunge zu sich nehmen kann. Okay. Dann nehmen wir dich mal mit auf süß. Oder auch nicht. Hallo. Danke. Yes. Welcome back, Fliegedüse. Wir brauchen wieder deine Dienste. Ist auch sehr freundlich von dir, dass wir die immer kostenlos nutzen können, diese Dienste. Ah, shit. Ich glaube, die andere Düse wäre doch nochmal smarter gewesen. Okay, 8 war, also 7 war auf jeden Fall ganz oben, denke ich mal. Habe ich zumindest so am Rand gesehen. Und 8 ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es irgendwo da unten schimmelt, oder? Dass da irgendwo noch eine rote Münze ist, egal. Oh, da hinten! Oh, nein!
Nein, okay, das sind die letzten beiden. Ich bin komplett unnötig hier nach oben gegangen. Was ist das? Warum ist hier eine Blume? Achso, deswegen. Geil. Ich hab Spaß, ich hab Spaß. Yeah! Woohoo! We made it! Oh, das wäre jetzt böse gewesen, hier runterzufallen. Okay. Hier ist ja auch kein Ding, was uns wieder entgegenkommt. Maximal wieder diese blöde Wolke. So, 7. Da hinten ist ein anderes Ding. Bloß nicht runterfallen. Yes, genau. So runterfallen ist ja voll in... Du denkst, liebe Wolke, dass es mit dem Umlautmann aufnehmen kannst, ne? Da muss ich dich leider täuschen an der Stelle. Du denkst, du wärst hier ein Top-G, ne? Okay. Der Fight beginnt, liebe Wolke. Der Fight beginnt halt wirklich. Wie komme ich da jemals wieder hoch? Boing. Ah, so könnte man. Warte mal. Boing. Und boing. Ja, egal. Ich muss noch ein bisschen weiter fliegen. Ich habe immer Angst, dass ich zu weit fliege. Deswegen drücke ich meistens schon vorher irgendwie weg. Wie bei unangenehmen Telefonaten, Kappa. Und nochmal. Und nochmal. Yes. Okay, das war gut. Das war in Ordnung. Und nochmal. So, da ist jetzt die letzte rote Münze. Jetzt nicht, du Drecksding. Wuhu! Ja, das ist das letzte Ding. Wir haben's. Okay. Natürlich muss man die Insignien jetzt an einem coolen Ort abholen. Natürlich ist das so. Okay, ja, egal, easy. Wir kriegen es hin. Mario, einfach nach oben, Bro. Einfach nach oben. Einfach nach oben. Noch ein Stück, noch ein Stück. Nein, wir müssen den langen Weg gehen. Dann gehen wir den langen Weg. Das haben wir uns auch auf jeden Fall verdient, würde ich mal so behaupten. Warum steht da hinten eigentlich jetzt so random ein Dorfbewohner rum? Also, was sagt uns der Dorfbewohner, wenn er da hinten rumsteht? Ich weiß es nicht. Kannst du mir ein bisschen was geben? Ein bisschen Water? Es geht halt tatsächlich geil. Ich komme hier so nicht hoch. Ah, okay, egal. Wir gehen den längeren Weg. Das ist doch schön, oder? Aber wie laut diese Insignie auch ist, obwohl die gar nicht jetzt gerade in der Nähe gewesen ist. Okay. Boah, Hilfe. Ich merke echt Schleim. Ich merke ihn. Yes! Woohoo! Alter, Number 57. Da ist das Ding. Speichern natürlich. Rein damit. Da ist das nächste Ding. So, was jetzt? Ich muss mir das Ding ja immer noch angucken. Liegt das daran, dass ich jetzt erstmal alle 8 Kapitel in allen Welten spielen muss? Also war ich schon in jeder Welt jetzt? Ist natürlich eine exzellente Frage, die man sich irgendwann mal im Laufe des Games stellen kann, oder? Denke ich mal. Okay, wir haben alle Kapitel gespielt. Sieht man auch die... Warte mal, das Mysterium des Schleimsees? Wenn ich da jetzt nochmal reingehe, hatten wir das schon mit diesen 8 roten Münzen da drin? Geheimnis der Hügelhöhle. Hatten wir das hier schon? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich guck trotzdem mal rein. Haben wir da schon die 8 roten Münzen gesammelt? Hilfe, sorry. Für diejenigen, die es nicht cool finden. Sorry for that. Ich weiß es nicht mehr. Kann es echt nicht sagen. Es könnte ja, könnte sein. Oder nee, kann auch nicht sein. Es kann alles sein. Das Leben ist schon relativ, oder? Wie Einstein einst sagte. Der gute Dude. Apropos Einstein. Guck mal, das ist voll schade. Es gab ja dieses Jahr dieses legendäre... Warte mal, wie hießen das? Barbenheimer? Also halt Oppenheimer und Barbie. So die beiden Filme, die schon echt Welle gemacht haben. Wie Moby Dick im Kino. Weil die halt so krass liefen und es einfach gute Filme im Endeffekt gewesen sind. Denke ich mal. Und ich habe mir die ganze Zeit vorgenommen. Eigentlich wollte ich auch beide im Kino gucken.
Ich kam einfach nicht dazu. Es ist so ein Jammer. Und ich finde das schon jetzt im Nachhinein irgendwo schade, aber ich werde mir den dann halt irgendwie privat reinziehen. Zieh dich einmal raus, bitte. Knappe Kiste, Digga! Knappe Kiste! Das wäre ein richtiger Anfängerfehler gewesen. Habe ich hier schon die 8 roten Münzen gesammelt? Ich glaube nicht, oder? Butter bei den Fische. Ja, hier hat man ja auch voll wenig Zeit. Hier hat man echt... Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich würde mich daran erinnern, glaube ich. Das ist ja auch ultra schwer. Also generell diese 8 roten Münzen-Dinger. Das ist ja ultra heavy. Vor allem, wenn die 8 roten Münzen halt hier rüber schimmeln. Zumindest ist hier am Anfang auf netter Basis ja... Yes, okay, das war einfacher. Zumindest schon mal ein One-Up. Also, danke, Game. Das ist sehr freundlich. So, rüber geht's. Dreh dich, genau. Genau, weiter. Noch einmal mehr, bitte. Danke, genau. Und jetzt können wir, glaube ich, auch rüber. Müssen wir auch. Hi. Mein Name ist Mario. Und ich bin gekommen, um Prinzessin Peach zu retten. Ja, Rit. Boah, die 4. Münze ist fies. Die ist richtig fies in der Aufwärtsbewegung. Naja, Bowser Jr. macht es uns nicht einfach, wenn er das alles hier aufgebaut haben sollte. Was schon, also, das wäre schon eine sehr, sehr krasse Leistung. Architektisch gesehen. Ich glaube, architektisch ist kein Wort, oder? Zack, dann geht's. Rüber zu dir. Genau, ein, zweimal müssen wir, glaube ich, uns drehen, damit wir irgendwie rüberkommen. Aber ich glaube, jetzt können wir schon so probieren. Geile Meile. Dadurch haben wir auch schon mal ein bisschen Zeit gespart. Das hier ist fies. Okay, geil. Wir haben es geschafft. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Okay, 5. Ja, mal gucken, wo Nummer 6 sein wird. Wird 6 auch noch hier sein? Okay. Das ist fies. Das ist jetzt eine richtig brutale Szene, Mann. Okay, 30 Sekunden. Sechs! Oh. Oh, Hilfe! 7, 12 Sekunden haben wir noch! Wir haben es geschafft! Boah! Stark, strong! Boah, ey, guck mal, das wäre, glaube ich, ein Epic Fail, wenn man jetzt am Ende hier noch verkacken sollte, ne? Das wäre Real Talk ein richtig, richtig Epic Fail gewesen. Geil, da ist das Ding. Okay, gut, dass wir nachgeguckt haben. Ich war mir echt unsicher, ob wir da die 8 Münzen geholt haben, weil ich glaube, beim ersten Geheimnis hier auf dieser Insel, da haben wir die, glaube ich, geholt. Ich erinnere mich so ein bisschen. Minimal. Okay. So. Geil, Freunde. Wir haben 4 Insignien geholt. Das war ein guter Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn dies der Fall ist, dann warum nicht vergessen. Abonniert den Umlautmann und bis zum nächsten Part. Danke an die Elite Umlaut Generalmember, Basti the Dark Empire, Zalbix Games, Maria, Melli, Klein Dampier und an alle anderen. Ciao, ciao. Haut rein. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag.